hat schon wieder sein Brot vergessen. Willst du's? Ja, danke, ich muss auch los. Ich dachte, wir können uns noch kurz unterhalten. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die Akten. 100 Sachen, die entschieden werden müssen. Wann kommt Professor Simoni denn wieder? In 1-2 Wochen. Genau konnte er es nicht sagen. Eine Minute. Also gut, was gibt's? Ja, auch 100 Sachen. Lisa fragt ständig nach ihrer Mutter. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich ihr noch sagen soll. Und Jonas vergisst dauernd nicht nur sein Brot, sondern auch seine Hausaufgaben. Der Lehrer hat bereits 3-mal einen Zettel... Heimann? Ach, Herr Wegert. Gut, gut. Dann muss ich mir die Unterlagen noch mal ansehen. Bis später. Können wir es nicht verschieben. Du siehst doch, jeder will was von mir. Ja, klar. Also ich finde es gut, dass Lisa und Jonas sich so gut verstehen. Hast du mir überhaupt zugehört? Na klar, Lisa und die Hausaufgaben. Also wir reden später drüber. Außerdem kriegst du das sowieso alles prima hin. Tschüss. Was ist denn nun schon wieder? Ich habe doch in den Spiegel und zur Seite gesehen. Ja, aber nicht in den Rückspiegel. Wenn jetzt ein Fußgänger hinter uns gewesen wäre, dann hätten sie ihm beide Beine gebrochen. Ich fahre seit 35 Jahren unfallfrei. Ich muss mir von Ihnen wirklich nicht sagen lassen, wie man ausparkt. Wer andauernd das Tempolimit überschreitet, der muss sich sehr wohl was sagen lassen. Herr Kaminski, alles nochmal von vorn. Rückspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Jawohl, mein General. Also manchmal frage ich mich wirklich, warum Männer nicht aussterben, so wie die Auto fahren. Weil die Evolution es so will. Männer taugen weitaus mehr zum Autofahren als Frauen. Das ist eine neurophysiologisch erwiesene Tatsache. Ich kann Ihnen gerne die Studie eines renommierten Kollegen zukommen lassen. Ach ja? Und wie erklären Sie sich dann bitte schön, dass ausgerechnet Männer die Spitzenreiter in der Unfallstatistik sind? Weil die Statistik geflissentlich verschweigt, dass Frauen auf den Beifahrer sitzen, die Männer in den Wahnsinn treiben. Rückspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Sehr schön. Hast du schon unsere neue Sachbearbeiterin gesehen? Nein. Du? Nein, ich habe so meine Befürchtung. Sarah hat sie extra eingestellt, damit sie uns auf die Finger sieht. So eine eiserne Lady, die alle Kosten dreimal überprüft? Mitte 50, ledig, Jungfrau, jede Menge männlicher Hormone. Ja? Darf ich? Bitte. Guten Morgen, Madeleine Hagen. Die neue Sachbearbeiterin. Ich sitze seit heute in der zentralen Patientenverwaltung. Guten Tag. Ich bin Dr. Schein. Sehr erfreut. Und Sie müssen der Chefarzt sein. Ja, aber also... Ja, ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit. Na, wir erstmal. Also, was kann ich als erstes tun? Vielleicht noch einen Kaffee? Aber das gehört ja nun nicht zu Ihrem Aufgabenbereich. Ich habe aber kein Problem damit, mehr zu tun, als ich müsste. Ja? Morgen allerseits. Morgen. Ich brauche noch ein paar Unterschriften. Dankeschön. Bitte sehr. Oh. Hallo, Madeleine Hagen. Hallo, Gregor Leit. Unsere langjährige Sekretärin. Ja, dann bis später. Tschüss. 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 Madeleine, ja? Ah, wie die französischen Törtchen. Na, hoffentlich verdirbt sich hier keiner den Magen. Diana Kraft, 26, sie hatte einen Autounfall. Prellungen im Brustbereich mit Verdacht auf Rippenbrüche. Wie ist das passiert? Ach, so ein Blödmann. Nach 30 Stunden sollte man eigentlich Bremse und Kupplung voneinander unterscheiden können. Ich bin Fahrlehrerin. Und wie geht es Ihrem Fahrschüler? Dem ist zum Glück nichts passiert. Bitte, meine Herren. Ich würde Sie gerne über Nacht hier behalten zur Beobachtung. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie morgen früh wieder gehen. Ich habe hier unten so ein Ziel. Schauen wir uns gleich mal an. Das mit dem Röntgen, das lassen wir lieber. Wann hatten Sie das letzte Mal Ihre Periode? Ich weiß nicht genau. Ich dachte, ich hätte Sie vor 2 Wochen ganz schwach gehabt. Aber Sie denken noch nicht. Doch, Sie sind schwanger. Setzen Sie
Sie sich bitte mal auf. Tut es weh? Ach, ja. Und hier? Nein. Haben Sie diese Schmerzen schon lange? Eine ganze Weile. Aber ich dachte, es wird schon wieder weggehen. Hatten Sie auch Fieber? Ja, ab und zu, aber nichts Dramatisches. Wissen Sie, dass Sie nur eine funktionstüchtige Niere haben? Nein. Sie haben eine sogenannte Schrumpfniere. Normalerweise ist das nichts Schlimmes, da eine Niere völlig ausreicht. Sie haben allerdings an Ihrer rechten, noch funktionsfähigen Niere eine Raumforderung. Das kann eine harmlose Zyste sein, aber im Zusammenhang mit dem Fieber und dem Klopfschmerz glaube ich eher an einen Eiterherd. Frau Hagen, wie ich sehe, haben Sie sich schon eingerichtet. Natürlich wird der Schreibtisch nicht immer so leer bleiben wie jetzt. Ich bin bereit, Frau Marquardt. Und nochmal vielen Dank, dass Sie mir die Chance gegeben haben. Aber natürlich, Sie sind doch äußerst qualifiziert. Ach, und was die Probleme in der anderen Klinik angeht, das muss ja niemand erfahren. Ach, Sie kennen die Geschichte? Ja, Ärzte wirken eben auf viele Frauen attraktiv. Aber schade, dass das ihren Job gekostet hat. Das war aber auch wirklich ungerecht. Ich habe ja niemanden zu seinem Glück gezwungen. Davon bin ich überzeugt. So, also nun zu den Aufgaben, die Sie betreffen. Sie werden die Schnittstelle sein zwischen mir und den Ärzten, was die Kostenüberprüfung angeht. Ein besonderes Augenmerk richten Sie bitte auf den Chefarzt. Dr. Heilmann ist völlig überlastet. Der braucht Ihre Unterstützung. Gern, ich habe ihn schon kennengelernt. Er war gleich sehr nett zu mir. Aber Vorsicht! Dieser Mann könnte Ihnen gefährlich werden. Naja. Seine Ehe steht kurz vor dem Aus. Die werden sich bald scheiden lassen. Der Klassiker. Der vielbeschäftigte Chirurg und seine Frau, die kein Verständnis dafür aufbringt. Das sieht man ihm wirklich nicht an. Ich glaube, ich habe mit Ihnen genau die richtige Mitarbeiterin gefunden. Sagen Sie, brauchen Sie eigentlich die Brille? Es gibt doch Kontaktlinsen. Bei Ihrem hübschen Gesicht. Da fährt man sein halbes Leben lang Auto und muss sich mit so einer Xanthitte rumschlagen. Ich habe eine Fahrstunde. Diese Kraft als Zumutung zu bezeichnen, ist wahrscheinlich stark untertrieben. Die Frau hat den Beruf wahrscheinlich nur gewählt, um ihren Männerhass ungeniert ausleben zu können. Hat sie sie auch schon mit der Unfallstatistik gequält? Ich sehe, Sie hatten auch schon das Vergnügen. Ich habe meinen Motorradführerschein bei ihr gemacht. Ein Höllentrip. Ich wette, Sie beide schenken sich nichts. Hm? Übrigens, ich habe eine Patientin, die ist Fahrlehrerin und die heißt auch Kraft, Jana Kraft. Ich hoffe, das ist ein Scherz. Nee, ihre Tochter, die kenne ich auch. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Vielleicht schauen Sie sich die Dame mal an. Links Nephrozirrhose, rechts fraglicher Abszess. Hier sind Ihre letzten Befunde. Aber seien Sie nett zu der Patientin. Sie hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist. Wenn die Tochter nach der Mutter schlägt, kann ich für nichts garantieren. Aber welches Kind hätte keinen Grund, über seine Eltern zu weinen? Sagt nicht Dr. Kaminski, sondern Nietzsche. Gut. Guten Tag, Frau Kraft. Ich bin Dr. Kaminski, ab jetzt Ihr behandelnder Arzt. Mit Ihrer Mutter hatte ich heute schon das Vergnügen. Ach, Sie sind das. Ich bin was? Der arrogante Arzt, der seinen Führerschein zum zweiten Mal machen muss. Das ist nur die Meinung meiner Mutter. Sie ist mit ihren Urteilen oft etwas vorschnell. Der Apfel fällt eben doch manchmal weit vom Stamm. Das Lächeln haben Sie jedenfalls nicht von Ihrer Mutter geerbt. Sie kommen wahrscheinlich mehr nach Ihrem Vater. Vielleicht. Machen Sie bitte mal Ihren Bauch frei. Ist jetzt ein bisschen kalt? Meine Kollegin sagte mir, dass Sie schwanger sind. Ja, ich hoffe, es gibt keine Komplikationen. Dr. Kaminski, bitte sagen Sie meiner Mutter nichts von der Schwangerschaft. Kleiner Tipp. Es könnte früher oder später rauskommen.
So langsam sind Sie wirklich unser bestes Pferd im Stall. Ihre endoprothetischen Eingriffe bringen viel Geld in die Kasse. Freut mich zu hören. Leider noch nicht in Ihre. Ich bin ganz Ohr. Wir könnten mit Ihnen einen außertariflichen Vertrag abschließen. Sie spezialisieren sich auf Endoprothetik und Ihre Operationen würden gesondert abgerechnet werden. Ein AT-Vertrag? Damit würden Sie finanziell nicht schlecht fahren. Die Klinik auch nicht. Warum sollen nicht beide Seiten davon profitieren? Ja? Frau Gregoleit ist ja schon weg, darum bringe ich Ihnen eine kleine Stärkung. Das ist ja wirklich nett, danke. Ist noch was? Sie müssen bestimmt jeden Abend so lange arbeiten. In letzter Zeit schon. Also dafür sollte man nun wirklich Verständnis haben. Sie opfern sich hier auf. Ah ja, so schlimm ist es ja nicht. Bis Professor Simoni wieder da ist, werde ich schon nicht noch mehr graue Haare bekommen. Obwohl die Ihnen sehr gut stehen. Ja? Hallo. Oh. Guten Morgen, dann, Herr Dr. Heilmann. Wow, eine neue Kollegin? Ja. Die ist ja äußerst attraktiv. Wirklich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Weißt du was? Charlotte passt auf die Kinder auf. Und ich dachte, wir zwei gehen jetzt noch ins Charlotto, damit wir uns endlich in Ruhe unterhalten können. Also das ist eine richtig gute Idee. Ja? Oh, guten Abend. Der Herr Wegert ist da wegen der Anwendungsstudie. Jetzt noch? Muss das sein? Er hat es nicht früher geschafft. Ist wichtig. Entschuldige, dass ich nicht früher kommen konnte. In der Fahrschule war die Hölle los. Manchmal ist man nur von Idioten umgeben. Tag, mein Schatz. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Aber irgendwas ist mit meinen Nieren nicht in Ordnung. Hast du denn Vertrauen zu deinem behandelnden Arzt? Was wollen Sie denn hier? Ich bin der behandelnde Arzt Ihrer Tochter. Hat sie Ihnen das nicht gesagt? Nein, das hat sie mir nicht gesagt. Ich war gerade dabei. Also, ich schließe mich der Verdachtsdiagnose von Dr. Eichhorn an. Es handelt sich um eine Eiteransammlung in der rechten Niere. Mit einer Antibiotikatherapie kommen wir nicht weiter. Wir müssen den Eiterherd entlasten. Heißt das Operation? Ich werde den Abszess punktieren. Das ist ein relativ kleiner Eingriff. Moment. Heißt das, Sie werden den Eingriff vornehmen? Soll es lieber der Pförtner machen? Ja, allerdings. Wenn Sie so operieren, wie Sie Auto fahren, dann überlebt meine Tochter die Operation nämlich sowieso nicht. Frau Kraft, es ist schon ärgerlich genug, dass Sie ständig meinen Fahrstil monieren. Aber ich bezweifle, dass das Erste-Hilfe-Wissen, das Sie als Fahrlehrerin haben werden, ausreichend ist, um einen medizinischen Sachverhalt zu beurteilen. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich Ihnen meine Tochter ausliefer. Mama, es reicht. Ich fühle mich bei Ihnen sehr gut aufgehoben. Ach ja? Das kann ich mir aber wirklich kaum vorstellen. Ja, weil für dich die meisten Männer unfähige Idioten sind. Ich vertraue Ihnen. Da wir das nun geklärt haben, durfte ich dann fortfahren. Oh. Endlich ein paar Minuten für uns. Wie war dein Tag? Anstrengend. Ich bin froh, wenn Simone wieder da ist. Ich auch. Und dein Tag? Weißt du, was ich glaube? Die neue Aushilfe im Charlotto trinkt heimlich. Gestern hab ich schon morgens die Fahne bemerkt. Was für eine Fahne? Die vom Alkohol. Andererseits arbeitet diese Frau wirklich sehr schnell und gewissenhaft. Also von daher kann ich ihr überhaupt nichts vorwerfen. Aber die Gäste, ich meine, die riechen das doch auch. Also eigentlich müsste ich ihr kündigen. Was meinst du? Oh. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank, Philipp. Ich habe eine halbe Stunde vor dem Kino umsonst auf dich gewartet. Entschuldige, wir hatten noch eine Not-OP. Schon gut. Ich hatte heute ein Gespräch mit der Marquardt. Und? Was wollte sie?
Weniger Gehalt oder mehr Miete? Weder noch. Sie hat mir einen AT-Vertrag angeboten. Und was heißt das konkret? Ich werde pro OP bezahlt. Je mehr Endoprothesen ich operiere, desto mehr verdiene ich. Sag mal, geht sie nur noch darum? Und was ist mit uns? Wir haben so schon kaum Zeit füreinander. Ich dachte, du bist stolz auf mich. Bin ich auch. Aber ich will keinen Mann haben, dem nur noch die Karriere wichtig ist. Und ich will kein Mann sein, der sich jetzt schon zur Ruhe setzt und nur noch an sein Privatleben denkt. Rennst du vielleicht für irgendwas weg? Gute Nacht. Jetzt gleich mit der Punktion beginne, Frau Kraft, werden Sie wahrscheinlich einen leichten Druck spüren. Aber das ist normal. Damit Sie unser medizinisches Geschwätz nicht langweilt, habe ich Ihnen die Präludien von Chopin aufgelegt. Gute Unterhaltung. Ich bin drin. Da ist ja der Alte. War's das? Ich fürchte, nein. Das sieht doch noch im zweiten Alter her aus. Neue Spritze. Verdammt, das blutet. Der Blutdruck sinkt. Das wird zu nichts. Ich breche ab. Druckverband. Worum geht's? Ich möchte, dass Sie es von mir erfahren und nicht erst, wenn es die Runde macht. Frau Marquardt hat mir einen außertariflichen Vertrag angeboten. Ich soll mich ganz auf die Endoprothetik konzentrieren. Also, das Angebot ist nicht ganz uneigennützig. Die Klinik verdient gut daran. Das ist mir bewusst. Und Sie werden wahrscheinlich auch deutlich besser verdienen. Auch das ist mir bewusst. Verstehe. Sie werden dann nicht mehr Teil unseres Teams. Sie müssen als Einzelkämpfer arbeiten. Wollen Sie das? Wenn es sein muss, ja. Schade, ich verliere Sie ungern. Sie haben doch vor einiger Zeit dieses Gefäßchirurgie-Symposium besucht. Haben Sie die Sache weiterverfolgt? Nein. Diese Eingriffe macht sowieso meistens der Professor. Oder Sie. Na, klemmen Sie sich dahinter. Wir würden Sie verstärkt auf diesem Gebiet einsetzen. Denken Sie in Ruhe drüber nach. Das werde ich. Danke. Ja? Ich würde dann jetzt Pause machen. Ja, sollten Sie das mit Frau Marquardt absprechen. Vielleicht wollen Sie ja mitkommen? Na, ich habe leider noch zu tun. Andermal vielleicht, Frau Hagen. Madeleine. Schade. Die OP musste abgebrochen werden? Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber das ist bestimmt nicht Dr. Kaminskis Schuld. Ach ja, wessen denn sonst? Er hat dich schließlich operiert. Also ich habe diesem Mann ja gleich nicht getraut. Welchen Mann traust du denn überhaupt? Hast du meinem Vater das Leben auch so schwer gemacht? Was soll denn bitte schön das jetzt? Fragst du dich denn nie, was er jetzt so macht und wo er lebt? Warum soll ich mir über einen Mann Gedanken machen, der direkt nach deiner Geburt das Weite gesucht hat? Hat er sich denn wirklich nie gemeldet? Kein einziges Mal. Ja, na bitte, das hatten wir schon 100 Mal. Ich bin nur so traurig, dass ich überhaupt nichts über ihn weiß. Es reicht doch, dass wir beide wissen, dass er als Vater eine komplette Fehlbesetzung war. Hey, wir brauchen ihn doch nicht. Wir sind immer gut alleine klargekommen. Frau Kraft, ich würde gern mit Ihnen die weitere Therapie besprechen. Gar nichts werden Sie. Ich verlange, dass meine Tochter von einem anderen Arzt behandelt wird. Mama. Ja, Ihre Risikobereitschaft im Straßenverkehr, die reicht mir schon. Aber hier geht's um meine Tochter. Wenn ich so risikobereit wäre, wie Sie behaupten, hätte ich die Operation wohl kaum abgebrochen. Und jetzt? Ich muss Sie offen operieren, um den zweiten Abszess zu entfernen. Geht es denn wirklich nicht anders? Mit Medikamenten?
könnte ich mit Ihrer Tochter kurz unter vier Augen sprechen. Also ich wäre sehr gern bei diesem Gespräch dabei. Mama, bitte. Okay. Der Abszess muss raus. Es tut mir leid, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich verstehe ja, dass Sie Angst vor einer OP haben. Aber wenn wir nichts Adäquates unternehmen, greift die Infektion auf Ihren Körper über und gefährdet das Kind. Wir sehen uns morgen früh im OP. Warum sagen Sie Ihrer Mutter eigentlich nicht, dass Sie schwanger sind? Warum machen Sie ein solches Geheimnis daraus? Weil sie seit 26 Jahren ein Geheimnis um meinen Vater macht. Hallo. Hallo. Du warst heute früh so schnell weg? Ich wollte dich nicht mit irgendwelchen Privatgesprächen langweilen, wo du ja so viel Wichtigeres im Kopf hast. Du bist mir das Wichtigste. Davon merke ich im Moment aber nicht viel. Wenn du willst, sage ich dir mal grad ab. Nicht, wenn ich es will. Du musst es auch wollen. Hier ist der Schlüssel. Schönen Feierabend wünsche ich noch. Danke. Ach, Dr. Brentano. Es ist ja gut, dass ich Sie treffe. Ich habe bereits einen Vorvertrag ausgearbeitet. Den lesen Sie sich mal zu Hause in Ruhe durch. Und dann sprechen wir morgen drüber. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Dr. Heilmann hat mir auch ein Angebot gemacht. Doch bestimmt kein besseres. Ein anderes. Haben Sie noch mal eine Minute? Ich behalte den alten Vertrag und bekomme anspruchsvollere OPs zugeteilt. Ein Kompromiss sozusagen. Und damit geben Sie sich zufrieden. Da habe ich Sie irgendwie falsch eingeschätzt. Es gibt ja nicht nur einen Weg, um voranzukommen. Und Sie wählen den langen. Also, das ist ja auch in Ordnung. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Aber dann sind Sie wohl nicht der Richtige. Worüber reden wir genau? Über ein sehr, sehr gutes Angebot. Aber Sie wollen ja nicht. Ich kann es mir ja noch mal überlegen. Aber nicht zu lange. Sonst suche ich mir einen anderen. Schönen Feierabend. Hallo. Hallo, Pia. Hallo. So, weißt du, ob Roland noch oben ist? Ich möchte ihn mal wieder überraschen. In letzter Zeit arbeitet er ja gerne länger. Gerne, nun nicht gerade. Er hat eben viel zu tun. Ob es daran liegt. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Sie sind ja da. Ja, ich habe noch was auszuarbeiten. Ja, kann ich Ihnen dabei irgendwie helfen? Ich fürchte, da muss ich alleine durch. Hier riecht's gut. Das ist mir gestern schon aufgefallen. Sie sind das. Das ist Ihr Parfum. Frau Hagen. Entschuldigung, wie dumm von mir. Ist nicht so schlimm. Nein, das kann ich doch machen. Ach, Sie tragen ja eine Brille, Frau Hahn. Madeleine, ja, eigentlich nicht, also nur ganz selten. Ja, das sieht gut aus. Hm. Na, Sie sehen einfach toll aus. Roland? Sag mal, führst du selbst Gespräche? Ja... Ich geh dann mal. Wir sammeln Stifte auf. Ach so. Und ich dachte schon, es ist das, wonach es aussieht. Na, das wäre nur wirklich albern. Allerdings.
Ich habe keine Wahl. Wenn ich jetzt die Fahrschule wechsle, muss ich den Prüfungstermin verschieben. Was war denn? Wenn Sie vielleicht den Fuß von der Bremse nehmen könnten. Entschuldigung. Ja, natürlich. Wollen wir die Fahrstunde lieber verschieben? Was? Ich verstehe ja, dass Sie sich Sorgen machen. Jede Operation birgt Risiken. Aber es gibt dazu keine Alternative. Warum sagen Sie Ihrer Tochter nicht einfach, wer der Vater ist? Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Ich kann es nicht, selbst wenn ich wollte. Ich weiß nicht, wer der Vater ist. Jana ist mit dem Samen meines anonymen Spenders gezeugt worden. Ja, ich wollte einfach, dass sie wie ein ganz normales Mädchen aufwächst und nicht von anderen Kindern als Retortenbaby gehänselt wird. Aber sie hat ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Warum? Bisher hat sie keinen Vater gebraucht. Sie war immer ein glückliches Mädchen. Warum jetzt alles durcheinander bringen? Damit sie hinterher richtig aufräumen können. Wollen wir jetzt diese unselige Pflichtstunde hinter uns bringen? Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Dass Sie sich für andere Menschen interessieren. Sie haben mir auch nicht zugetraut, dass ich Auto fahren kann. Hey, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass ich meine Meinung geändert habe, ne? Das. Hallo, Schatz. Hallo. Fährst du erstmal Fahrstunde? Hab mich verschoben. Ich muss mit dir reden. Du weißt ja, dass ich es nie so ganz leicht hatte mit meinen Männern. Das ist jetzt nun wirklich nichts Neues. Und ich glaube übrigens, den Männern ging es genauso. Kerle wollten immer über mein Leben bestimmen. Und ich? Ich wollte immer frei sein, weißt du? Ich wollte nie von einem Mann abhängig sein. Vielleicht war Papa ja anders. Du hast ihm ja nie eine Chance gegeben. Jana, ich war mit deinem Vater nie zusammen. Nicht eine einzige Nacht. Ich wollte nie einen Mann. Aber ich wollte immer ein Kind haben. Immer schon. Darum habe ich mich damals an eine Samenbank gewandt. Der Spender, der war anonym und... Das ist jetzt nicht wahr, oder? Darum weiß ich nichts von deinem Vater. Nur, dass er gute Gene hat. Gute Gene? Du hast mich in einem Reagenzglas zeugen lassen? Wie ein Rassehund? Schatz, bitte. So widerlich. Ach, ich auch, bitte. Fass mich nicht an! Ja, bitte. Nein! Sie wird septisch, wir bringen sie auf die ITS. Jana. Guten Morgen, Herr Dr. Heilmann. Guten Morgen. Das gestern, das war ein bisschen peinlich, oder? Sagen wir mal missverständlich. Und um weiteren Missverständnissen aus dem Weg zu gehen. Also ich glaube, ich muss da was klarstellen. Ja? Ich bin ja nun wirklich der falsche Kandidat für einen Seitensprung. Oder eine Affäre. Ich bin vergeben. Ich liebe meine Frau. Also tut mir leid, wenn Sie da was falsch verstanden haben. Hätte ich mir ja denken können. Ich habe immer nur Pech. Die Männer, die mir gefallen, sind entweder Mistkerl oder schon vergeben. Halten Sie mich für einen Mistkerl? Nein, im Gegenteil. Aber Sie sind doch eine schöne Frau. Bei Ihnen müssten doch die Männer Schlange stehen. Ja, aber immer die Falschen.
Vielleicht verlieben Sie sich ein bisschen zu schnell. Der Abszess ist entfernt. Spülung. Zwei Drainagen, bitte. Wie geht's ihr? Blutdruck und Puls stabil. Hier blutet doch noch was. Saugen. Kleine. Das war's. Ligatur, bitte. Großartig. Ich erwarte nicht, dass Sie mit dem Sauger in der Hand applaudieren, aber Sie könnten mich ruhig ein bisschen loben. Wieso? Das machen Sie doch schon selber. Da seid ihr ja schon. Kommt rein. Das ist Jonas. Bastian, wenn du Pia erstmal guten Tag sagst. Guten Tag, Pia. Na dann los. Tschüss. Ja, danke dir. Gern. Ach, mit dir und Roland ist alles okay? Hm, wieso fragst du? Ach, man hört so dies und das und sieht so dies und das. Wenn du darauf anspielst, dass Frau Hagen sehr hübsch ist, das weiß ich. Kein Problem damit. Nein. Was hört und sieht man denn so? Ich sollte mich nicht einmischen. Hm, stimmt, das solltest du nicht. Ich habe ihn vorhin gesehen, mit ihr. In inniger Umarmung im gläsernen Büro. Das glaube ich nicht. Ja, also bitte glaub, was du willst. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Bis später. Hallo. Ich habe schon mit Frau Dr. Eichhorn gesprochen. Die Operation ist gut gelaufen. Ich habe Dr. Kaminski leider Unrecht getan. Dann sag ihm das selber. Schatz, ich habe mein ganzes Leben lang wirklich nur das Beste für dich gewollt. Weißt du, es war ja auch nicht einfach als alleinerziehende Mutter. Spar dir dein Selbstmitleid. Mein Kind wird jedenfalls normal aufwachsen. Mit einem Vater, den es kennt. Ja. Ich bin schwanger. Von wem? Das geht dich überhaupt nichts an. Warum hast du mir nicht von deinem Freund erzählt? Weil du mit deinem kranken Männerbild sowieso nur alles kaputt gemacht hättest. Jana, hallo, ich werde Oma. Also warum sollte ich den Vater nicht kennenlernen? Wieso? Es hat dich doch auch nie interessiert, wer mein Vater ist. Ich weiß nicht, ob ich dir jemals wieder vertrauen kann. Jetzt lass mich bitte allein. Ab jetzt gibt es nur noch meinen Freund, mein Kind und mich. Das ist meine Familie. Ich habe über Ihr Angebot nochmal nachgedacht. Und, wie haben Sie sich entschieden? Ich werde es annehmen. Da bin ich aber froh, dass mich meine Menschenkenntnis nicht völlig im Stich gelassen hat. Ich hätte da allerdings ein paar Nachbesserungen. Hier, ich habe alles reingeschrieben. Also, das grenzt ja an Erpressung. Sollten nicht beide Seiten profitieren? Also gut. Dann hoffe ich für Sie, dass auch in Zukunft Ihre Leistungen dem königlichen Honorar gerecht werden. Kein Problem. Wollen wir was essen gehen? Oh ja, gute Idee. Ich schreibe nur noch den Satz zu Ende. Wie macht sich denn die Neue? Madeleine. Hör schon mal auf. Ich musste da vorhin was klarstellen. Oh, wird es jetzt spannend? Wie billig ist das denn, Roland Heilmann? Jämmerlicher geht's ja wohl nicht mehr. Der Chefarzt und die junge Sekretärin. Sachbearbeiterin. Wie in einem miesen Groschenroman.
Nur mal langsam, Pia. Wahrscheinlich weiß es schon die halbe Klinik, dass du dich komplett lächerlich machst. Von mir ganz zu schweigen. Wie kann man denn nur so blöde sein, so geschmacklos und hier vor allen Leuten rummachen? Wovon redest du eigentlich? Oh, wovon red ich denn? Wahrscheinlich fühlst du dich auch noch ganz toll dabei, oder? Ich könnte platzen. Ich muss hier raus. Pia! Vielen Dank für Ihre großartigen Ratschläge. Die Aussprache mit Ihrer Tochter ist wohl nicht ganz so gelaufen, wie Sie sich das erhofft haben. Meine eigene Tochter will nichts mehr mit mir zu tun haben. Was habe ich nun davon, dass ich ihr die Wahrheit gesagt habe? Würde er sagen, das haben Sie davon, dass Sie vorher gelogen haben. Ich hoffe, dass Sie eines Tages an Ihrem Sarkasmus ersticken. Nun warten Sie doch mal. Setzen wir uns einen Moment. Es war richtig, dass Sie Jana endlich rein Wein eingeschenkt haben. Natürlich wäre es besser gewesen, Sie hätten den Mut dazu schon früher gefunden, aber geben Sie Ihrer Tochter einfach Zeit. Sie können allerdings auch selber was dafür tun, das verlorene Vertrauensverhältnis wenigstens ein bisschen wieder aufzubauen. Wie soll das bitte schön gehen? Dazu müssten Sie allerdings über Ihren Schatten springen. Es gibt im Internet einige Foren, die sich auf die Vermittlung von Samenspendern und deren Nachwuchs spezialisiert haben. Vielleicht will Janas Vater sein Kind ja auch kennenlernen. Ich weiß, die Chance ist gering. Aber an ihrer Stelle würde ich das probieren. Meine Patienten warten. Das war unglaublich. Das war zweimal sogar, oder? Sie bleiben schön hier. Dass das ein für alle Mal klar ist. Sie lassen ab sofort die Finger von meinem Mann. Aber das ist doch alles schon geklärt. Hat Dr. Heilmann Ihnen das nicht erzählt? Nein. Was? Er hat vorhin mit mir gesprochen. Ich weiß, dass er Sie liebt. Aha. Und die Umarmung? Aber er hat mich doch nur nett getröstet. Ihr Mann ist absolut treu. Und wenn Frau Marquardt nicht behauptet hätte, dass Sie sich scheiden lassen wollen, dann... Ach, dann hätte ich mir doch auch gar keine Hoffnungen gemacht. Sarah. Du. Du bist wirklich das Letzte. Das ist nicht meine Schuld. Was kann ich dafür, wenn Sie mir was Falsches erzählen? Ich frage mich wirklich, warum ich Sie eingestellt habe. Weil ich so qualifiziert bin? Hey! Wollen wir nachher an Kurt tanzen gehen? Oh ja, da kann ich endlich meinen neuen Rock anziehen. Den scharfen kurzen, damit ich eifersüchtig werde? Spinner! Brenner hat gesagt, er hat dich vorhin aus dem Büro der Marquardt kommen sehen. Wollte sie dich nochmal überreden? Lass uns heute Abend darüber sprechen. Sag bloß, du hast das Angebot doch angenommen. Wer weiß, wann so eine Chance nochmal kommt. Ich habe wirklich gut verhandelt. Willst du auch so werden? Mein neues Auto, meine Eigentumswohnung, mein Tennisclub? Natürlich nicht. Ich bin nicht so. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ah, ist aber nett, dass Sie uns helfen wollen. Ich dachte, eine Hand seift die andere. Jana, ich habe mich mit der Klinik in Verbindung gesetzt, die damals die Befruchtung gemacht hat. Du hast? Ich habe versucht, deinen leiblichen Vater ausfindig zu machen. Ja und? Wie heißt er und wo lebt er? Keine Chance. Die Unterlagen sind schon lange vernichtet. Das heißt, ich werde ihn nie kennenlernen. Und du bist jetzt natürlich erleichtert. Ach, Quatsch. Überhaupt nicht wirklich. Ich wollte alles wieder gut machen. Ich wollte einfach, dass du die Chance hast, selber Kontakt aufzunehmen, wenn du das möchtest. Ach.
Mein Glückwunsch, Herr Kaminski. Danke. Wir sehen uns am Montag. Bis Montag. Ja, tschüss. Ja, bestanden. Glückwunsch. Ganz ehrlich, Sie haben sich sehr wacker geschlagen. Und ich habe mich getäuscht. Das heißt, Sie geben der Evolution doch recht, dass ich der bessere Fahrer von uns beiden bin. Oh nein, keinesfalls. Aber ich habe Sie wirklich unterschätzt, als Arzt und als Mensch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie meiner Tochter geholfen haben. Und danke für Ihren guten Rat. Geschenkt. Wie geht's denn mit Ihnen beiden nun weiter? Ach, wir brauchen erstmal ein bisschen Zeit füreinander. Am Wochenende kommt Janas Freund zurück und dann lerne ich ihn endlich kennen. Aber nehmen Sie es ihm bitte nicht allzu übel, dass er nur ein Mann ist. Ich versuch's. Na dann, schönes Wochenende. Tschüss. Sinn für dich. Du hast wohl ein schlechtes Gewissen? Nein. Also ich habe dir die Blumen als Entschuldigung mitgebracht, weil ich war in letzter Zeit so abgelenkt. Das kann man wohl sagen. Ja, aber das lag an der Arbeit und nicht an Madeleine, Frau Hagen. Pia, du musst mir das glauben. Also da war doch nichts. Ich weiß, Sarah hat ihr erzählt, dass wir uns scheiden lassen. Sie hat regelrecht versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Ich glaube, sie gibt dir immer noch die Schuld an Benjamins Tod. Was wir da noch zu erwarten haben. Jetzt kannst du es ja ruhig zugeben, dass diese Madeleine wirklich sehr hübsch ist. Ein echter Knaller. Hey! Aber gegen dich hat sie keine Chance. Guck mal, die Ohren sind doch voll niedlich, oder? Hm? Bäh! Das ist ja voll eklig. Auf dem Mund, das würde ich nie machen. Ich auch nicht. Versprochen. Versprochen.